Hallo, meine abgestürzten Zwillekämpfer und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren. Ja, weiß gar nicht, ist das ein entspanntes Spiel eigentlich? Ein entspanntes Rühnchen. The Forest. Ja, ich weiß nicht, ob es entspannt ist. Jetzt gehen wir erstmal schlafen, wenn wir bei den ersten Tag einmal überlebt haben. Verlieren jetzt natürlich das schöne Material. Haben jetzt auch eine Menge Hunger, sehe ich gerade. Und ich habe gar nichts weiter zum Essen. Ich habe nichts zum Trinken. Also müssen wir mal gehen. Wir gehen mal auf Jagd, machen uns dann gleich was zu essen, was zu trinken. Und ja, wobei wir haben noch ein bisschen was da. Ne? Wir können ja auch erstmal hier draus trinken. Und wir können ja auch erstmal, warte mal, was ist denn das? Rohes kleines Fleisch? Warum kann ich denn das nicht auf den... Hä? Ich habe doch ein rohes Fleisch. Warum kann ich das da nicht raufpacken? Okay. Wie komme ich jetzt da ran? Wo ist denn das überhaupt? Wo ist mein Fleisch? Hä? War doch irgendwo ein Fleischstück, ne? Müsste ich das da nicht automatisch dann bekommen, oder? Warte mal, da ist was, da ist was, da. So, haben wir ein schönes wenig kleines Fleischstück bekommen. Sind wir minimal gesättigt. Warte mal, nee, brauchen wir gerade nicht. Wobei, warte mal. Es tut mir leid. Aber ich muss überleben. 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 Warum muss man immer so... Warum? Warum immer? Und den Panzer kann ich nicht mal mehr nehmen. Das finde ich auch irgendwie doof. Dass man den Panzer nicht nehmen kann. So, pass mal auf. Wir können nämlich jetzt hier... So, nee, mit R war das, ne? Mit R, genau. Können wir hier nochmal schönes Fleisch draufballern? Hä? Sag mal, ist da nicht jemand? Sag mal, seht ihr den auch? Da. Ihr seht den doch auch, oder? Warte mal, wir gehen mal gleich darüber. Wer am besten ist, was wir machen sollten. Bevor wir dann unseren Lagerplatz mal suchen. Aber warte mal, warte mal, warte mal. Das ist doch wieder so ein Trick, ne? Dass die mich darüber jagen wollen. Und hier im Wasser gibt es doch Haie, oder? Da ist jemand. Aber wer oder was bist du? Ich weiß, hier gab es Haie. Da ist ein Fisch. Mann, bist du... Also springen kann der Typ. Warte mal, ist das nicht der, der unseren Sohn hat? Okay, also ich bin mir sicher, ich habe ihn getroffen. Hier ist eine Schildkröte. Ein paar Korallen. Da ist er. Also, irgendwie ist er da und irgendwie ist er auch nicht da, wa? Hallo? Hallo? Oh. Die Geister, die ich rief. Gut, also er scheint irgendwie nicht da zu sein. Ich glaube, das ist auch ein Bug, dass der eigentlich gar nicht da ist. Dann gehen wir mal runter. Was finden wir hier denn noch so Feines? Okay. Hier ist noch irgendwas. Ein Teddy. Was ist das hier? Okay, das ist auch noch irgendwas. Dann haben wir hier noch mal was. Der Käse vermisste Kinder. Oh, guck mal, Geld. Münzen. Oh, Hallöchen. Ey, der da ist. Genau, das sind diese Ekeldinger. Oh ja, stimmt, stimmt, stimmt. So, jetzt haben wir auch schon mal eine Druckflasche. Wir haben irgendwie einen Kassettenspieler. Wir könnten hier nochmal speichern. Ja, wir speichern nochmal kurz. Und dann müssen wir wirklich mal aufmachen, dass wir uns einen Bereich suchen, wo wir dann... Ja, der scheint Mr. Bug sein. Ich mache mich mal schnell von hinnen und von dannen. Man soll auch nie zurückgucken, habe ich gehört damals.
Und einfach vorlaufen, vorschwimmen, weil wenn du zurückguckst, dann bist du langsam und dann erwischt dich das Monster, der Hai oder sonstiges. So. Sehr schön. Wir sind überlebensmäßig ganz gut unterwegs den ersten Tag. Ich habe jetzt schon Schiss, da in die verdammten Höhlen reinzugehen. Warte mal, da ist doch noch ein Kifferschirm. Ne, der ist schon offen, ne? Also ich würde mich jetzt Richtung, ich würde mich jetzt noch wieder Richtung Retour konzentrieren, dass wir wieder zurückkommen zu dem Flugzeug. In der Nähe des Flugzeugs bleiben. Meistens suchen sie auch immer da, wo das Flugzeug abgestürzt ist nach den Überlebenden. Machen wir da irgendwo in der Nähe unser Erstlager auf. Ich weiß ja nicht, ob wir da bleiben. Das ist auch immer noch eine Sache. Warte mal, zwei Kopfhörer sind besser als einer. So, Stockerinos, nehmen wir alles mit. So viele wie gehen. Warte mal, kann ich nicht? Hier fünf und wupp und wupp. So, jetzt haben wir noch mal ein paar Pfeile. Mit den Pfeilen müssen wir nämlich arbeiten, weil nahkampfmäßig sieht es für mich noch nicht gut aus. Stimmt. Und nicht zu viel rennen. Denn wenn wir zu viel rennen, kriegen wir schneller Hunger und Durst. Also machen wir ein bisschen alles langsam. Okay, ich finde das ganze Ding sowas von interessant. Also das Spiel ist wirklich immer noch ganz gut. Einfach sage ich ganz gut. Das ist wirklich super, finde ich. Warte mal, das war da, ne? Ja! Mann, bin ich gut dabei. Warte mal, da ist noch eine. Wie weit fliegen die denn so schnell weg? Also mit der Zwille kann ich gar nicht so schlecht umgehen. Bringt die aber was gegen den gestandenen Krieger von denen? Wie viel habe ich? 5, 1, 2, 3, 4, 5 und nochmal einen Stock und dann haben wir nochmal ein paar Pfeile. Jetzt haben wir nämlich auch 14 Pfeile. Weil ich muss mit dem Bogen auch nochmal üben. Ich weiß nicht, wie das mit dem Bogenschießen war. Muss ich ehrlich gestehen. Das ist genial, weil wir haben im Endeffekt noch nichts gebaut, noch nichts gemacht. Der Topf ist wieder da. Klebeband, kann ich gebrauchen. Im Endeffekt wurden wir auch jetzt nur hier rausgetrieben, weil uns diese komischen Viecher da verfolgt haben. Ich glaube, das waren Kannibalen, wenn ich mich recht entsinne, diese kleinen. Du konntest einen von denen ausschalten und dann haben sie... Ah, voller Wurst. Als ob die unsere Spur aufgenommen haben. Ja, dann würde ich mich eher lieber ein bisschen durch den Wald schlagen. Oh, was ist das hier? Okay. Ein mächtiger Baum. Ich nehme mich mal mit. Die Ringelblume. Ich glaube, das ist eine gute Heilpflanze. Und da hat irgendjemand schon was aufgestellt. Das ist also schon mal Territorium von den... Gott, ey. Hör mir mal auf mit diesen Geräuschen. Ich kann das gar nicht ab. Ich denke dann immer die ganze Zeit, da sind irgendwie, da ist irgendjemand, da ist gleich hinter mir. Also das ist das Horrormäßigste, was wir bei mir sehen werden wahrscheinlich. Ne? Also horrormäßiger wird es bei mir nicht werden. Und für viele ist das hier wahrscheinlich nur minimaler so ein Schocker wie für andere wahrscheinlich, wenn sie Barbie gucken oder sowas. Aber für mich ist das schon... Warum auch nur in Spielen, ey? In Spielen und Filmen. Ganz ehrlich. Die Winde. Die spielen einen auch noch den Streich und sagen dir, hey, guck mal, da ist einer. Doch nicht. So, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir so schnell wie möglich unser Flugzeug finden. Da ist es. So, wir haben unser Flugzeug schon mal gefunden. Und wir haben ja noch gar nicht alle Köfferchen gemacht, oder? Ist gut, weil Koffer sollte man alle mitnehmen. Koffer sollte man immer alle mitnehmen. Die sind eigentlich super brauchbar.
Aber wie, ich glaube mal, Passagierliste. Also werden die die Passagiere ja mitgenommen haben, war? Was ich mich gerade frage. Ah ja, da hörst du schon eine schöne Plätschern vom Süßwasser. Ist halt die Frage, wollen wir da? Ich glaube, das haben wirklich so indigene Stämme gehabt, wo die dann von da aus geangelt haben. Wollen wir hier unten lang? Aber ich würde eher so in diese offenen Bereich dann gehen. Hier ist mir viel Wald, dunkel, zu. Ich kann es meistens nicht sehen, auch wenn es eigentlich. Wenn ich da unten lagere, muss ich leider sagen, ist auch wieder ein bisschen nachteilig, weil wir dann, weil die Gegner dann auf einer überhöhten Position stehen. Was ist denn das hier? Nö, kannst du knicken, hier gehe ich noch nicht rein. Nee, nee und nee. Meiste Zeit laufe ich jetzt hier rum und ich weiß noch gar nicht, was ich machen soll. Ey Leute, ich bin noch sowas von unentschlossen bei dem Gesamten. Mache ich jetzt hier ein kleines Lager zwischen, wo ich so ein bisschen. Wie habe ich das Wasser im Rücken? Ich kann mich im Wasser nochmal ein bisschen zurückziehen. Oder ich baue mich einfach ein bisschen aufs Wasser. Ich baue mich so ein bisschen aufs Wasser. Das wäre natürlich auch vom. Ah. Ja, auch vom Vorteil. Hier waren doch auch mal Fische drin. Waren hier nicht Fische früher drin? Boah, könnten wir uns zur Not noch darüber ziehen. Ja, doch, doch, doch. Ich bin mir überlegen, dass wir hier uns erstmal so eine kleine Startbase aufbauen im Wasser. Dann sind wir nicht ganz schutzlos ausgeliefert und haben dann wenigstens die Möglichkeit. Nee, ihr seid nicht gut für mich. Gar nicht gut. Okay, pass auf. B war das, ne? B ist mein Buch. Buch. So, Feuer brauchen wir jetzt nicht, Unterkünfte. Irgendwie war das doch Lagerung. Genau, das ist jetzt dann Lager, Lager. Freies Bauen. Freies Bauen? Brauche ich freies Bauen oder eine Plattform? Ich brauche sowas hier, ne? Oder eine Plattform. Ist die dann verteilbar? Kann ich die jetzt noch irgendwie. Wenn man jetzt das so. Ach so, nee, ist nur eine Plattform. Okay, gut. Nee, das ist doof. Das ist doof. Aber wie mache ich denn das jetzt? Muss ich denn echt freies Bauen machen? Lochsäge. Muss ich jetzt so ein Fundament setzen? Wenn ich den Boden setzen kann oder was? Okay, also ich brauche ein Fundament. Wo sagen wir dann, ist, beginnt es denn? Machen wir hier so ein. Wir machen erstmal nur ein kleines, ne? So ein bisschen da drüber. So. Machen wir hier so ein bisschen in die Richtung. So, und dann. Genau, jetzt machen wir es hier. Genau, naja. So 100 pro Grade werde ich es nicht erstmal hinkriegen. So, dann würden wir sagen, hier. Ne? Was? Nein. Was machst du da? Warum hast du jetzt nicht. Achso, ich habe einen Schritt zurück gemacht, wa? Also, guck mal, hier ist ja. Hier geht's los. So. Jetzt ziehen wir das hier so ein bisschen lang. Oh, ein bisschen noch, ein bisschen rüber. Ein bisschen nach. Ah, okay, da ist irgendwie. So. Und dann ziehen wir den so ein bisschen darüber. Neues Tier entdeckt. So, jetzt habe ich alle drinne. So. Was denn jetzt? Kann ich nochmal mehr bauen? Nee, mach mal so. Hä? Okay. Das sind 25 Baumstämme. Das ist eigentlich machbar, finde ich. Und das ist erstmal nur eine. Ist noch, wie gesagt, nichts, wo wir sagen, jo, dahin und dann war es das. Achso, das geht nur auf dem Boden. Okay, warte mal. Ging das nicht irgendwie. Gib mir doch mal wieder. Mann! Warte mal, war das nicht mit dieser eigenen Treppe, die du so ganz cool darüber bringen kannst? Toll, jetzt sehe ich das genau, wie es jetzt hier funktioniert. Ha, 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 ha! Na, bleib mal da oben. Konnte man das nicht irgendwie so da machen, dass die da rüber geht? Genau. So. Das
Ist das soweit? Nee, so auf jeden Fall nicht. Das ist viel zu hoch. Da kann ich das nicht von hier aus irgendwie machen. So, ich sage, wir, warte mal, wie war das drehen? War so, okay. Wir machen jetzt mal so von hier aus dann, ja? Gehen wir mal hier ran. Und jetzt müssen wir da ja rüber. Da müssen wir jetzt irgendwie rüber. So, ist der jetzt drüber oder ist der jetzt drunter? Weißt du, wie doof das ist? Also das Baumenü, oh, das war ein bisschen anstrengend, glaube ich. Warum ist denn der jetzt so hoch? Oh, oh meine Augen. Das kriege ich ja gar nicht hin, Mann. Ich sehe schon, komm, ich breche es gleich ab, weil ich gar nichts das hinkriege so richtig. So, dann machen wir mal jetzt so. Wie sieht denn das jetzt aus? Ist ja immer noch Kacke. Immer noch Kacke. Weißt du, was wir machen? Immer das mal eine Sache. So, pass mal auf. Damit ich das da bauen kann, brauche ich hier einfach nochmal eine Plattform dazwischen. Genau, warum mache ich das nicht eigentlich so? Genau, genau. Hier so eine Plattform dazwischen. Ja, genau. Da eine Plattform. Da die Plattform. So, da brauchen wir jetzt 11. So, wir haben jetzt Bäume. Ich habe Hunger, wir brauchen Bäume. Ich habe einen Pfeil und Bogen und wir gehen mal so nebenbei... Oh, das Essen gerade an mir vorbeigerannt. So, wir suchen mal jetzt so ein bisschen die Möglichkeit, Essen, Bäume, Lagerfeuer. Das sind so die Punkte, die wir jetzt brauchen. Warte mal, gab es nicht auch Fische? Naja, ich brauche, glaube, dazu brauchte ich einen Fischerspeer, war das, ne? Ich konnte auch noch Hasenfallen machen. Bin jetzt noch gerade wirklich am Herumwurscheln. Ich muss erstmal mich zurechtfinden. Also viele Kinder spielen sind schon Profi da drin und haben da keine Probleme mit. Ich bin jetzt nicht gerade jener welcher, der da wirklich so viel Spielzeit, insbesondere im Überlebensbereich hat. Ich muss mich den Hasen ein bisschen langsamer mal annähern. Naja, ich bin immer auch wieder so ein, wie so ein Trampel. Warte mal. What the hell? Erster Schuss hat gesessen. Oh Mann. Ja, trotzdem irgendwie doof. War ja... War das damals auch schon so? Ich kann mich nicht entsinnen, dass es damals schon so heftig war. Von den gesamten Sachen. Kann mich nicht mehr dran entsinnen. Aber wow, Seile sind gut. Seile sind sehr gut. Die brauchen wir. Die Dinger, glaube ich, durfte ich nicht kaputt machen, weil dann waren die zornig. Dann waren die zornig und kamen dann hinterher. Und haben geguckt, was das soll. Oh, guck mal, hier hätte ich auch eine Schlafmöglichkeit. Aber nee, kannst du knicken. Warte mal, ist das nicht noch so eine Höhle? Stimmt, ist noch eine Höhle, wa? Okay, wir sind eigentlich eine gute Lagerposition. Wir haben da schon mal zwei Höhlen. Jetzt bauen wir hier mal ein bisschen ab. Dann bauen wir die Plattform da auf. Wir müssen dann auch noch eine Brücke zur Plattform machen. Von der Plattform noch mal eine Brücke... zu unserem Gebiet. Wie viel konnte der eigentlich noch mal tragen? Ich glaube, der war jetzt nicht so halbmäßig. Ne? Er konnte 2 tragen, oder? Ja, 2. Okay, danke. Dann sollten wir eher bei uns vorne ein bisschen abbauen. Wir brauchen jetzt 36. Die sind schon zu dritt unterwegs. War das wirklich so? Oder liegt es jetzt am Schwierigkeitsgrad, dass die zu dritt hier herumrushen? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommis schreiben, wenn ihr das Spiel schon kennt. Ob das jetzt eher am Schwierigkeitsgrad ist oder ob das immer so ist. Komm ich hier hoch? Boah, Mann, bist du sportlich, ey. Mit 2 Baumstämmen auf... Nein! Geh weg!
Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Konnte ich jetzt nicht noch. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Plack. Plack. Oh, 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 ich bin schon tot. Ach du Heilige. Upsi. ja, gut. Ich bin schon tot und. Ach du Heilige. Ich hätte die Baumstämme gleich sein lassen sollen, auf den Baum, auf den Bogen umsetzen und dann hätte ich das mich wehren müssen. Ach du Heilige, ich bin jetzt schon in der Höhle. Bin jetzt schon in der Höhle. Gut abgehangen. Gut abgehangen bin ich schon mal. So. Bin ich denn hier? Ich glaube, meine gesamten Sachen habe ich jetzt auch alle verloren, wa? Ach du Heilige. Okay, ich glaube, ich verziehe mich mal hier wieder. Ist mein gesamtes Inventar weg? Ja, ne? Lande ich wenigstens? Ne, lande ich nicht. Wo bin ich? Ah, zumindest sehe ich. Mein Inventar. Okay, mein Inventar habe ich behalten. Okay, also ich habe euch schon mal gezeigt, wie man es nicht macht. So kommt man nicht am Überleben hin. Also das ist schon mal ein totaler Fail. Ich würde auch sagen, wir verziehen uns erstmal schon mal hier. Und warte mal, was haben wir denn? Warum habe ich mich nicht geheilt? Weltgesundheit wieder her. Ich hab's doch genommen, aber der hat irgendwie sich nicht hochgeheilt. So, du brauchst was zu trinken. Komm, futter mal ein bisschen was. So. Also, erste Runde, wie man es nicht macht, habe ich euch gezeigt. Aber ich bin jetzt auch so ein Typ, ist mir passiert, nehmen wir mit und behalten wir auch dabei. Ne? Also, gehört zum Spiel dazu. Jetzt müssen wir nur versuchen, dass wir nicht nochmal verrecken. Aber ich merke auch, wenn man sich mit dem Spiel gar nicht so richtig auskennt, du hast gar keine Ahnung, wie die Gegnertypen sind, wie die sich verhalten und was die so machen, das ist schon ein Unterschied. Ich glaube, die ganzen Dinger sind eigentlich ganz gut, deswegen nehme ich sie gerade mit. Allgemein bin ich jemand, der sehr gerne lootet. Aus diesem Grund nehme ich sie einfach mal mit. Und wir sollten dann vielleicht doch erstmal in der Gegend unsere Bäume. Warum sind die denn auch schon so krass vertreten bei uns? Kann mir das einer erzählen? Nein, bitte nicht jetzt auch noch das. Also irgendwie ist es gerade wirklich so Kategorie, ja. Ich hau dir eins auf den Deckel, ich hau dir zwei auf den Deckel. Ach komm, ich hau dir gleich dreimal auf den Deckel. Weißt du, was wir machen sollten? Nimm mal schon mal Blätter mit. Warum sind wir schon wieder in einem Dorf? War hier irgendwie noch was Blaues? Da sehe ich die nicht mehr. Oh. Die waren gut, ne? Ja. Nein, die waren nicht gut. Hä, aber die waren doch die gelben. Waren die nicht die guten? Hm. Okay. Ich bin gleich schon wieder tot. Schittikowski. Ach so. Da standen gerade welche. Da standen gerade echt welche. Die waren zwar irgendwie regungslos, aber da standen welche. Habt ihr da? Seht ihr das? Ich habe auch noch gar nichts. Ne? Also ich habe keine Rüstung. Ich bin ja nackt, wie ich hier runtergefallen bin, habe ich alles nur dabei. Okay, Schikori können wir nicht noch mehr tragen. Wir müssen mal gucken. Wir müssen aber auch ausdauernd sparen. Das ist gerade ganz übel. Ganz, ganz übel. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Medizin. Ja, das bringt mir jetzt nicht so viel. Ich brauche Medizin. Ich glaube, wir konnten auch Medizin herstellen, ne? Sag mal, gab es hier nicht? Genau, warte mal. Ist das nicht so einer? Nee, das ist so einer.
Sind wir nicht schon langsam wieder... Nee, jetzt sind wir irgendwas... So, es ist nicht dieses riesen Loch. Doch, 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 das ist dieses ganz, ganz große Loch. Das kenne ich noch, das kenne ich noch. Ja, ja, ja. Ich glaube, da musstest du irgendwann dann runter, später in der Story. Aber wir müssen es ja dann mal rausfinden erst noch. Na hier, überleben, meine Freunde. Erstmal überleben, ja. Hier ist auch nochmal ein bisschen was. Wir kommen aber langsam Richtung unserer Base wieder. Ich wollte jetzt aber auch nicht... Ja, das ist das. Dieses riesen Senkloch ist mitten auf einer Insel. Das ist auch schon irgendwie wieder interessant zu wissen. Was? Zieh mal deinen... Nee, zieh mal den Bogen lieber. Der Bogen ist dann doch ein bisschen wichtiger. Ich hoffe, wir kommen nochmal dahin, dass wir dann wenigstens wieder in unserer Base sind. Wow. Ja, du, ich glaube, ich habe gerade mehr Angst vor dir, als du vor mir. Ich glaube, die kriege ich mit dem Bogen auch mit dem noch nicht klein. Ich brauche die besseren Pfeile. Sind ja nur Steinpfeile, da mache ich mehr... Die Tiere sind ja da ein bisschen zäh, wobei ich weiß gar nicht, die Tiere hier, die menschähnlichen Wesen... wo ist mein... Da. Die menschenähnlichen Wesen sind da doch schon ein bisschen härter, wie es scheint. Oh, guck mal, hier ist nochmal so ein Bach, ein Bächlein. Wir befinden uns hier echt so in einem Bereich. Ich glaube, wir haben es langsam geschafft, wieder anzukommen. Okay. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an. Achso, das ist mit Mehrfachklicken. Okay, ich dachte, das ist gedrückt halten, aber das ist Mehrfachklicken. Baum, danke. Ich versuche halt jetzt erstmal, dass wir hier das so hinbauen, dass wir hier weiterkommen. 2 von 11. Gibt es eigentlich auch eine Angel, die du bauen kannst? Oder kann man nur mit... Also ich weiß, dass man mit einem Speer fischen konnte. Das weiß ich. Ein Speer fischen ging. 4 von 11. Meine Schritte, die ich da gehört habe. Besser! Zeig dich! Komm raus! Ich habe Angst! Hier habe ich Angst. So. Ich versuche dann nochmal so ein kleines Shelter dann auch aufzusetzen. Also so ein Mini-Shelter, was dann zerfällt nach einmal. Damit ich wenigstens Speicherpunkt dann auch habe. Okay, die Bäume würde ich mir auf jeden Fall hier wegmachen. Damit wir hier auch Platz haben. Warte mal. Der hat mich jetzt nicht... Aber es war, wer der Baum um mir kippt ist, ne? Shit. War doch... War das ein Salamander oder ein Lurch oder sowas in diese Richtung? Waren doch die, ne? Okay, wir machen jetzt erstmal hier, das war zumindest unser erster... erste Plattform fertig machen. Und wieder zurück. Okay, das ist, ich muss wirklich erstmal noch gucken. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich so Richtung Bogen dann gehen und die aus der Ferne dann machen, weil es ja doch schon sehr heftig ist, was die mir hier reingeknallt haben. Der hat mich ja recht schnell umgeholzt.
Ich hatte jetzt auch gar keine schnelle Heilung gehabt, so in dem Sinne. Oh. Der ist süß. Irgendwas höre ich doch hier. Ist das immer so, dass man so verrückt wird, dass man denkt, dass hier irgendwo... irgendwo so ein blödes Vieh rumrennt? Ist schon weg. Nee, die kann man essen, ne? Ja, die kann man essen. So war das. Sehr gut. Also jetzt habe ich zumindest schon mal eine Pointe von mir. So. Und jetzt kann ich von hier aber nicht das machen, was ich wollte. Gut. Passt schon mal sehr gut. Aber jetzt kann ich, glaube ich, von hier aus gesehen schon mal ein bisschen was machen. Warte mal, kann ich jetzt nicht von dem aus gesehen? Hier ist aber runter, ne? Der war jetzt runter. Der war jetzt ein bisschen drunter. Ist der jetzt passender? So. So, das passt. Das passt auf jeden Fall. Genau so. So, ja, so können wir es schon machen. Genau. Dann machen wir das so ready. Und was machst du denn da? So, was ist das jetzt? Hä, wieso geht denn das jetzt nicht? Geht jetzt nicht, oder was? Hä? Ich hätte aus dem Bauen aber nicht ganz so schlau, muss ich sagen. Also da ist, da besteht noch ein bisschen Bedarf. Oder wir können ja auch das so machen, dass wir die nach und nach halt anpacken. Nein, nochmal zurück. Dass wir die nochmal so nach und nach machen. Dass wir Stück für Stück halt rankommen. Also für Stück rankommen. Kann ich denn jetzt nicht ein bisschen mehr ziehen? Okay, das Bauen, das erinnert mich so ein bisschen an an Fallout 4. Da höre ich doch was. Oder? Guck mal hier, da kannst du so eine Treppe ranlehnen und dann sind wir da auch schon drüben, ne? Ja, das passt, genau so. So machen wir das. Machen wir es halt dann in dem Form. Okay, wir werden jetzt erstmal so ein bisschen Überlänge haben, weil es natürlich mich voller Kanne auch erwischt hat. War wieder mal natürlich ein bisschen Dämlichkeit. Wir müssen ja auch ziemlich langsam und vorsichtig sein, meine Freunde. Ist gar nicht so einfach. Ich habe das jetzt nicht erwartet, dass das gleich so reinhaut und wir gleich so volle Kanne auf den Sack kriegen. So, gleich mal gucken, wo die ob hier irgendeiner in der Nähe ist. Okay, dann schnappen wir uns erstmal immer zwei. Ich glaube, es gab noch so ein Teil, wo wir dann das schieben konnten. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus so. Darüber, da dahin. Dann können wir da mit so einer Treppe nach oben gehen, eine Stufe. Und dann können wir damit dann uns in so ein kleines Lager erstmal flüchten. Vielleicht machen wir es auch noch größer oder wir suchen uns dann noch einen besseren Ort. Wir rüsten uns von hier aus gesehen erstmal auf. Wir haben ja auch die beiden Höhlenpunkte hier in der Nähe. Und irgendwie in die Richtung hatten wir ja auch diese Dörfer, wo die auch schon drinnen standen. Und ja. Ich überlege, ob ich das gleich dann nach der nächsten Folge dann mache. Dann machen wir einfach gleich die nächste Folge dran, bis wir das hier fertig haben. Und dass wir dann in der nächsten Folge gleich weitermachen. Ja, würde ich auch so sagen. Ja, gut. Ich glaube, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Wir holen nochmal zwei Stämme. Dann machen wir erstmal die Verabschiedung und dann gucken wir, dass wir alles fertig kriegen. Dass wir dann
dass wir dann auf jeden Fall unser Schlafquartier aufbauen, unser kleinen Unterstand machen auf jeden Fall und dass wir dann auch ein Lagerfeuer natürlich aufbauen, damit wir uns was zu essen machen können, Wasser kochen können und solche Dinge halt dann, ne? Juli, dann war es das für heute. Wir machen hier genau an Ort und Stelle dann weiter. War es dann für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommis über was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, ihr euch die Folge angeschaut habt und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao!